Name ist Enno Prare, ich bin Frauenbeauftragter in der WZB seit 2017. Mein Name ist Jürgen Teves, ich bin Werkstattrat der WZB, außerdem noch in der Landesarbeitsgemeinschaft des Saarlandes der Werkstatträte und in Werkstatträte Deutschland Vorstand. Wir stellen die WMVO vor, das ist unsere Mitbestimmungs-, die es seit 20 Jahren gibt, die hat dieses Jahr ein Jubiläum. Und hier sind unsere Rechte drin. Weil wir Arbeitnehmer ähnlichen Status haben, gibt es für uns andere Rechte wie bei Betriebsräte und Schwerbehindertenvertretung. Die Frauenbeauftragte und der Werkstattrat richten sich nach der WMVO, die vor kurzem auch nochmal aktualisiert wurde. Seit der letzten Änderung gibt es auch die Frauenbeauftragte. Meine Kollegin Elli Brach haben Sie schon gesehen. Und ich möchte nur empfehlen, die WMVO sollte sich jeder mal anschauen. Mitbestimmung ist sehr wichtig. Auch Menschen mit Behinderung wollen gerne vertreten werden, auch gut. Deshalb gibt es auch dieses Jahr zum Beispiel Wahlen für Werkstatträte und Frauenbeauftragte. Deshalb wichtig, wählt euren Werkstattrat und eine gute, starke Frauenbeauftragte, die euch gut vertreten. Danke. Wir verlangen, dass wir ein bisschen mehr Strukturen reinkriegen. Die Strukturen können wir nicht halten, weil halt eben keine Versammlungsplätze da sind. Und wir bitten auch darum, dass wir wirklich auch mal ein bisschen da Unterstützung kriegen. Und wir verlangen das. Wir bitten im Mietraum, wir wollen das unbedingt haben. Ne? Also unsere Forderung ist das Basisgeld für alle dauerhaft Erwerbsgeminderte, nicht nur für die Kollegen in der Werkstatt und Kolleginnen, sondern auch für in den Tagesförderstätten. Dauerhaft Erwerbsgeminderte sind auch Menschen ohne Arbeit und die, wo nur die Rente kriegen. Die sollen all das Basisgeld bekommen.